Der Anblick, noch ist er etwas gewöhnungsbedürftig. Aber es ist ein Fass und es ist dicht. Darin reift ein 2017er Spätburgunder. Noch ist das eckige Fass in der Minderheit. Ob beim eckigen Fass der Wein auch einen runden Geschmack hat, testen wir gleich. Elena Lutz, die Tochter des Erfinders, erklärt, wie es dazu kam. Mein Vater liest sich gerne ein in die Themen, die ihn interessieren, seine Hobbys. Und dann hat er nach einer Weile das Problem erkannt, dass sehr viel Holz eingeschlagen wird für die jährliche Produktion an klassischen Barriquefässern. Und da er in der Branche tätig ist und viel mit Holz arbeitet, ist er auf die Idee gekommen und hatte auch die Möglichkeit, das dann selbst zu gestalten. Mehr Platz und weniger Holz. Das eckige Fass schont die Umwelt. Also im Vordergrund steht natürlich die Einsparung an Eichenholz. Es müssen weniger Bäume gefällt werden. Ein Rebarrique-Fass ersetzt 10 bis 15 klassische Barrique-Fässer. Und auch beim Transport hat das erhebliche Vorteile. Es wird weniger CO2 in die Welt ausgestoßen, da anstatt 50 LKWs nur noch einer quasi den Transport tätigen muss. Vor 20 Jahren wurde es schon mal versucht. Ein Franzose baute ein eckiges Weinfass. Doch der Wein floss an allen Ecken hinaus. Es war nicht dicht. Dafür sorgt jetzt ein Stahlkorsett. Der erste Winzer ist bereits überzeugt. Das eckige Fass spart Platz. Schon ziemlich. Also wenn Sie im normalen, wir haben ein paar normale Fässer auch, wenn Sie da geguckt haben, da ist ja relativ viel Hohlraum zwischen den Rundungen. Und da geht halt immer wieder ein bisschen Platz verloren. Und hier kann man schön eins neben das andere stellen, kann neben dem Stapler dann rumfahren, wenn man jetzt eins ein bisschen vorziehen will oder nicht. Das ist eigentlich recht flexibel. Und auch bei der Reinigung punktet das Eckige gegen das runde Fass. Es ist einfacher, weil man den Deckel komplett abnehmen kann, komplett reingucken kann und es dann einfach einmal weiß, dass es sauber ist. Bei den Barriquefässern hat man eine Öffnung, die hat 7-8 cm und da gibt es zwei Reinigungsgeräte und so, die man reinstellt, die das mehr oder weniger automatisch machen. Aber hier ist es deutlich schneller und deutlich einfacher, das zu reinigen, wenn man den ganzen Deckel aufmachen kann. Und jetzt endlich der Geschmacksvergleich. Rund oder eckig, was schmeckt besser? Ich finde ihn aus dem eckigen Barrique vielleicht einen Touch weicher und runder als aus dem normalen Barrique. Es kann aber auch daran liegen, dass es ein bisschen anders getoastet worden ist, als ausgeflammt worden ist. Da spielen sehr viele Faktoren eine Rolle und ich würde es nicht nur der runden oder eckigen Form zuschreiben wollen. Geschmeckt haben Matthias beide Weine, ob eckig oder rund gereift. In 4 Wochen ist der Spätburgunder aus dem eckigen Fass dann auch im Handel erhältlich. Aber seien Sie beruhigt, verkauft wird's noch in runden Flaschen.